weiß nicht, ob du noch weißt, wer Roxas ist hier. War in Kingdom Hearts 2, da waren wir Roxas. Wir haben Eis gegessen, ja. Ich erinnere mich. Und dann haben wir irgendwann nicht mehr Eis gegessen. Ja, 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 ja. So einer nach dem anderen. Den machen wir platt. Ja, den machen wir platt. Ja, ja, ja. Ich muss warten. Jana! Nein, ich habe meinen gelben Sturm nicht mehr. Oh. Nicht mehr deinen gelben, was? Mein Wirbelsturm. Ein Tornado. Warte mal, welche Quest ist das überhaupt? Ja, nehme ich an, ne? Mit gefletschten Zähnen heißt diese Quest. Musst du hier rein? Ja. Okay. Wieso? Boah. Ja, ich frag nur so, keine Angst, Daniel. Also. Hörst du auch, was diese Frau sagt, Daniel? Ja. Echt creepy, ne? Ja. Wir sind ja schon mehr verpasst. Ich hab die Quest auch. Ich hab schon... die Quest doch, ich verarsch dich so. Ja, dann mach mal. Okay. Mayen Mil, Kirita, Mayen Mil, Kirito. Oh nein, ein Dämon, wer hätte das gedacht? Ich sehe den Kampf auch, ja. Was für ein geiler Drache, ne? So muss ich gerade anhören, wenn wir über Geschichten erzählen. Ja? Den Dorfbewohnern. Ja, mein Drachen erlebt. Ich bin noch nicht bereit. Als ich das hier erlebt habe, ist irgendein Kind auf der Schaukel. Ja. Er konnte fliegen. Ich brauch Blut, aktiviere Blutorgel. Noch mehr Blutorgel, ja, gut. Der wirkt ja ganz schön viel aus, ey. Ja, aber dafür macht er keinen Schaden. Also mir jedenfalls nicht, der gab's nur dich an. Oh, jetzt hat er mich geschlagen. Der Kreaturen der Tiefe kommt! Ich muss warten. Ich hab die Kreaturen der Tiefe gerufen, Daniel. Sie sind echt wütend, weil sie ihren Orangensaft nicht gekriegt haben. Es tut mir leid, dass das passiert ist. Hier, ne? Ich werde das Hügelgrab später versiegeln, dass niemand sonst in Versuchung kommt, Unos Fehler zu wiederholen. Trefft mich wieder auf dem Schemenhof. Boah. Ich möchte sehen, wie es den anderen Bauern geht. Mir ist so warm hier gerade, ne? Oh, ich kann die Lautstärke von dir erhöhen und dir niedriger machen. Sehr gut. Ja, dann muss ich hier einfach nur so mein Urteil so drehen. Ja, wird das Spiel nicht dann auch lauter? Nö. Wobei? Ich weiß das doch nicht, Daniel. Ja, kann sein. Deshalb, wenn wir am Kämpfen sind, verstehe ich kein Wort, was du von dir gibst.
Ich höre nur Geschwell und Explosionen. Ja, da musst du mich entweder bei Discord lauter stellen oder das Spiel leiser stellen. Was ist denn da? Ich hab doch gar nicht so eine Option hier. Ja, das Spiel kannst du definitiv runterstellen. Ich muss warten. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich höre immer alles auf maximale Lautstärke. Ja. Ja, ja, ja. Wir wollen was Spannendes, Daniel, und Schokolade. Ich muss warten. Ja. Mir nehmen also alle nacheinander das Morgen jetzt ja so an. Da liegt eine Nudel am Boden, ja. Was? Ja, nicht bei dir, keine Angst. Ja, dann guckt sie auf den Boden, was? Ach nee, warte ich, bis die Insekten mich fressen. Ich hatte jetzt keinen Bock, hier aufzureden. Wir haben sie nicht geheilt, aber die Ausbreitung eingedämmt. Hätten wir Druiden unsere... Ich habe hier keine Kakerlaken oder so, aber irgendwelche... Stimmt hier irgendwo. Ich bleibe hier und bringe ihnen bei, damit zu leben. Ja, die ganzen Spinnen, die hier überall sind, ey. Hab Dank für eure Hilfe, Wanderer. Was denn? Ja. Willst du was sagen, Daniel? Nein. Ich doch nicht. Ich weiß doch nicht, wo die Spinnen herkommen, ey. Grüße. Ist jemand, mit dem wir reden können? Was? Wo? Okay. Wo ist denn die Quest? Oh, Daniel, es wird noch besser. Kennst du die von Marvel, die Fantastic Four? Ja. Da gibt es irgendwie Gerüchte, dass bei dem nächsten Film irgendwie Ben Grimm, das ist dieser orange Steinmensch, das Ding, der soll von einer Frau gespielt werden. Geil. Das sind aber nur Gerüchte. Es gibt noch keine offizielle Aussage darüber. Die Leute hoffen, dass das nur Gerüchte sind, sonst werden die Leute den Film zerreißen. Ja. Ich bin nach Dings gegangen. Das ist nur wieder Repräsentation, ey. Ah, ich wollte mich gerade wegteleportieren. Ah! Der Nebel ist verschwunden. Los, meine Skelly Man, wir flüchten. Ohne Unterlass ihren Vater gepriesen haben. Der hat mich in meiner Teleportation unterbrochen. Heute muss jede Person repräsentiert werden. Was noch ja. Ich muss mich mit den Leuten in dem Film identifizieren, um den Film zu mögen. Nutzt ja. Es weise. Hart erkauft. Weil hast du schon letztens mal irgendwie so erwähnt, so das ist irgendwie nur in Amerika so. Ja, das schon. In Japan machen die sowas nicht. So Repräsentation. Dafür sind, da sind die alle viel zu sehr beschäftigt, Frauen zu obersexualisieren. Ja, was irgendwie auch voll disrespektvoll ist eigentlich, aber nein, das interessiert irgendwie keinen. Weiß nicht, ob das irgendwas mit Sexualisierung zu tun hat. Ich weiß irgendwie, dass Frauen irgendwie mehr süß sind als irgendwie sexy da in Japan. Dass da irgendwie da mehr geschätzt ja. Wird oder so. Dann solltest du auch dahin gehen. Hm. Ja, weil ich so süß bin. Ja. Nein, dann halten die Leute dich für sexy. Boah. Die machen dann wie bei South Park, machen die dann Yaoi von dir da. Geil.
Zeichnungen. Da bekomme ich dann auch so riesige Hände. Ja. Das ist auch irgendwie so ein komischer Artstyle irgendwie. Oder verwechselt er gerade irgendwas? Yaoi ist das Gegenteil von Yuri, Daniel. Also das ist schwul. Ja, ich weiß, was das ist, aber ich ich glaube, das hat doch immer. Ich weiß nicht, ob das Yaoi ist, aber irgendwas anderes. Irgendwie gibt es irgendwie so ein bestimmtes Genre, wo irgendwie die Männer irgendwie voll riesige Hände haben und so irgendwie. Das kenne ich nicht. Ich glaube, was du meinst, den Hardcore-Porn. Ne? Ich bin noch nicht bereit. Nein, ja. Ich weiß nicht, davon habe ich noch nie was gehört. Meinst du Mickey Mouse oder so? Nein. Ja, doch, riesige Hände. War das nicht? Ich gehe da mal googeln. Ist vielleicht nicht so eine gute Idee, Yaoi irgendwie bei Google einzugeben, aber ich mach's mal trotzdem. Ich glaube, deine Mutter wird deinen Google-Verlauf überprüfen, Daniel. Ja, Yaoi Hände. Davon habe ich noch nie was gehört. Irgendwie. Aber das überrascht mich auch nicht, Daniel. Ich gucke kein Yaoi. Ich weiß nicht, das überrascht. Wenn du irgendwie Yaoi Hände eingibst, dann siehst du irgendwie nur irgendwie so Manga-Panels von so Leuten und die haben alle irgendwie voll die creepy Hände, irgendwie so voll die riesigen abnormalen Hände. Dazu kann ich dir auch nichts sagen, Daniel. Ich stehe nicht auf Jazz. Hat. Wow, oh, okay. Na gut, Zeit etwas Essen zu liefern. Ich hätte aber schon letzte Woche angenommen. Dann machen wir hier gerade eine Quest oder so? Ja. Das, okay. Das Hungerufer. Die. Okay, gut. Die habe ich. Ja, die haben wir schon letzte Woche angenommen. Wir haben uns ein bisschen ich mit dem Essen verspielt. Dich. Hey, yo, was geht? Wie bei Scruffs, ey. What? Wenn man, das ist eine Rede von Dr. Fox, wenn man alle Pornoseiten aus dem Internet entfernen würde, gäbe es nur noch eine Seite im Internet, die hieß, gibt uns die Pornos wieder. Ja. Jetzt habe ich der blöde Typ ein auf dem Pferd. Ich habe voll reflexmäßig auf den zugeschlagen. Ey. Daniel hat schon, weiß ich nicht Defizite, wie heißt das, Komplexe, genau. Der ist höher als ich. Ich muss ihn töten. Wie kannst du denn jetzt hinter? Was? Alter, auf zu porten. Wer ich? Ja, bei mir auf der Karte. Erstmal bist du vor mir, dann gehe ich da hinter mir und dann bist Scheiß Karte. Ich bewege mich halt nur so schnell. Ohne den Daniel wäre ich verloren. Niemand tötet eine Kuh wie Daniel, du. Ich bin noch nicht bereit. Das passt sogar, weil der Daniel zum Ochsenstamm gehört. Ich muss warten. Ich brauche Zeit, um das zu tun. So, wenn da jetzt nicht irgendwie ein Schrein ist, dann weiß ich auch nicht. Nee. Aber eine Truhe.
Ja, der Bleach-Anime, der ist immer noch hype. Ja. Ja. Die Kämpfe werden von Episode zu Episode epischer. Okay. Weil in der letzten Folge hat Rukia ihr Bankai benutzt. Oh, geil. Ja. Hat er nicht eins? Ich meine, die hat den Gegner damit one-shotet und das war nicht wirklich ein Kampf, aber ja. Scheint irgendwie so ein Trend zu sein im Bleach, ne? Boah, das weiß ich nicht. Ich bin aber überlegen, ob ich das weiß nicht, als Trend bezeichnen würde. Ich bin noch nicht bereit. Hat der nicht einen Bankai früher? Ah, der, lass den erstmal töten. So, was ist mit Bankai? Hatte die nicht einen Bankai? Vorher schon? Nee, hatte die vorher nicht. Nee. Die mussten ja alle eine kleine Trainingsart machen, weil die von ihr. Er hat ja immer so eine Pose gemacht irgendwie und dann hat irgendwie so. Das ist so kein Bankai, das ist ihre erste Form. Ja, okay. Praktisch ihr Standard normaler Angriff, wenn du so willst. Ja. Bankai ist ja ihre zweite Form, da sind die am. Naja. Da wird die Standardfähigkeit von ihrem Schwert zum Extremsten angehoben. Die kämpfen ja gegen die Quincy und die sind ja alle auf, alle ihre Attacken sind ja auf Deutsch und so, ne? Ja. Sailor Schneider. Ich hasse, was der deutsche Untertitel da macht. Weil die Quincy, die haben auch so was wie das Äquivalent. Das heißt vollständig. Okay. Also, dann nehmen die auch ihre wahre Form und ihre wahre Kraft. Ja. Ja, beim Untertitel steht voll Stern dich. Ich hasse das. Ich hasse es so sehr. Die nehmen einfach drei Worte, wie die sich wie vollständig anhören. Voll Stern dich. Mache dich zu einem Stern. Ja, das passt eigentlich teilweise, weil die Quincy, die nennen sich die Sternritter. Ja, aber das hatten die auch schon damals irgendwie. Da war irgendwie so eine Filler-Staffel oder so, da hatten sie da auch irgendwie so welche, die Deutsch sprechen konnten, glaube ich. Ja, zeige dich. Ja, mache dich auf für uns. So, Wegpunkt. Die haben da auch immer so einen Satz abgelassen hier auf Deutsch, der auch voll grammatisch. Ja, zeige dich, das ist, was die immer gesagt haben, zeige dich. Ja, okay. Ja, dann haben die ihr komisches Vieh da freigelassen, was für die kämpft. Die nannten sich Bounto, die Typen. Ja, genau. Aber ich kann schwören, irgendwie der Anführer, der hat irgendwie. Die haben immer gesagt, zeige dich. Aber ich kann schwören, der Anführer, der hat irgendwie mal so am Ende irgendwie so ein Ritual oder so durchgeführt. Da hat der irgendwann auf Deutsch gesagt, und der hat irgendwie so gesagt, so ja, mache dich auf für uns. Ja, das war so ein Beschwörungsritual für irgendwas, keine Ahnung. Aber normalerweise, wenn die ihre. Ja. Zeige dich. Ja, ich kann mich so ein bisschen daran erinnern. Seine Waffe ja. Messer. Ja, genau. Seine Waffe hieß Messer. Ja. Ich fand das einfach nur so geil, wie die Japaner besessen sind. Weißt du, hier in Europa hassen alle die deutsche Sprache. Die Japaner finden das voll geil an. Ja. Von Paar? Wirklich? Oh, danke. Wir haben seit Tagen nicht gegessen. Vater? Kleinen können kaum die Augen offen halten. Wir vermissen ihn schrecklich. Mein Gott, ich habe so einen Würfel in der Hand. Das sieht aus, als wäre es den Würfel. Familie am Leben gehabt. So ein Rubik's Cube. Danke noch einmal. Ich sprich mal aus, wie der Typ heißt, ey. Danke. Ach ja, wir haben Essen geliefert.
Ganz vergessen. Er hat schon dreimal gesagt, lass mal Essen liefern. Und jetzt sagt er, ja, wir haben Essen geliefert. So, ich habe nur noch eine Quest, aber die ist irgendwie wortwörtlich am Ende der Welt. Da kommen wir nie im Leben hin. Erstmal sehen, ob ich die selber habe. Ich habe Schmelztiegel der Würdigkeit. Ja, der ist auf der ganz linken Seite der Karte. So ganz am Ende ist das. Da gehe ich ganz bestimmt nicht hin. Oh, man kann sogar Dungeons zurücksetzen. Ja, aber ich weiß nicht, was das macht. Ja, dann setzt die zurück, ne, auf neu. Ja, wenn man da reingeht, dann sind neue Gegner sowieso wieder respawnt, nehme ich an. Ich weiß halt nicht. Ja, oh, da ist eine Kuh. Jetzt nicht mehr. Ich höre nur Zerstörung. Was machen wir denn jetzt noch? Ich habe jetzt nicht wirklich irgendwie was noch hier offen. Ich nicht. Ich muss noch Blutpredigt machen. Wir können jetzt mal da. Ich werde das merkwürdig, ich habe die Quest so aktiviert gehabt. Ich glaube, ich habe den Kelch nicht eingesammelt oder so. Ich nehme an, du hattest die Quest gar nicht, sonst hättest du ja einen Kelch nicht. Sonst hättest du ja einen Kelch nicht irgendwie. Jetzt schon im Inventar. Ja, wie habe ich die denn gerade in dem Dungeon da vorhin gekriegt? Ja, weiß nicht, vielleicht ist das random, wo die erscheint. Irrelevant zu. Wie hat hier zu machen jetzt hier, lohnt sich auch nicht mehr, finde ich. Wir können ja mal zur, wir können mal, ich nehme an, das ist auch wieder irgendwo eine Stadt hier, die nächste Kampagnen Story. Wir können ja schon mal zu der Stadt dahin rennen und die freischalten. Okay. Die Kampagnen Quest. Okay. Oh, okay. Ich bin noch nicht bereit. Pferd. Hm. Oh, wir sind doch Level 45. Jetzt können wir doch Tränke wieder hochballern. Ganz vergessen. Okay. Okay, das ist doch schon ein bisschen näher als gedacht. Na gut, dann tun wir die Kampagnenquest ein bisschen vorantreiben. Hier okay. Von Kapitel 2, Akt 2, was auch immer. Ja, schon mal hier sind. Oh Gott, nein, ich schieße nicht da. Ich muss warten. Treffen machen dir richtig Schaden. Ey. Ich muss warten. Robuste Stiefel. Ohne das stirbt irgendwie nie, ey. Einen Moment. Ich glaube auch nicht, dass der unsterblich ist, weil er eine Heilungsfähigkeit hat. Außerdem, dann würde da keinen Sinn machen, dass man die Lebensenergie von dem erhöhen kann. Wow. Von einem Golem oder was? Ja, ja. Man kann die Lebensenergie und den Schaden von dem erhöhen. Ja. Wie bei allen Dienern. Also die ganzen Passiven, die sind eigentlich nur da, um meine Soldaten stärker zu machen. Also deine Skelette kann ja anscheinend sterben. Ja, ja, die sterben auf jeden Fall. Oh Gott, was ist das denn hier? Dann würde ich mich eigentlich nur darauf konzentrieren, hier den Angriffskraft und so zu geben oder Schaden. Wenn er nicht sterben kann. Oh, legendäre Stiefel. Was würdest du dich konzentrieren auf die Angriffskraft? Von was? Von den. Von dem Golem.
wenn er sowieso nicht sterben kann. Ja, stärker kann ich die sowieso nicht mehr machen, ey. Ich hab die ja schon maximiert. Die war leider schlecht. Kaninchen! Vielleicht sogar gezogen. Oder das Spiel ist tot. Da. Du hast, ich würde mal sagen, du hast zu viele Spiele im Moment hier. Ja, ich will erstmal mit Final Fantasy fertig werden. Dann konzentriere ich mich darauf. So, okay. Planänderung. Hier sind eine Menge Quests. Lass hier ein paar Quests machen. Lass erst mal den Wegpunkt aktivieren, würde ich sagen. Den ich gerade hier gesehen habe. Ist dem Wahnsinn anheimgefallen. Wir werden nicht noch einmal dorthin gehen. Ja. Da haben wir uns ja mit beschäftigt. Was ist das denn hier wohl? Stelle. Ja. Wo ist denn dieser Typ mit den Stellen? Ey? Der kann sich auch mal langsam zeigen. Ich sage, wir so lange brauchen, um hier mehr Zeit. Unsere Pferde hier freizuschalten. Mein Pferd ist jetzt ein Einhorn. Okay. Also gehört, Pferde dürfen nicht im Regen reiten, sonst lösen die sich ab. Ja, weil die so süß sind, ne, wie Zucker. So, wir gucken. Das ist wieder alles hier angenommen, während ich weg war. Gar nicht. Wir haben noch mit niemandem geredet. Richtig. Wartet ihr auf etwas? Ich rede jetzt gerade mit dem. Ich glaube, wir sollten aber Akt 3 als erstes machen, weil irgendwie wird Akt 2 immer höher gelevelt und Akt 2 ist die ganze Zeit noch auf Level 40. Ich trinke recht gern und dort gibt es das beste Bier. Ja, sollten wir damit nächstes Mal weitermachen. Wie wird das nicht mehr schwieriger? Liebe Zuschauer, ich glaube, Danielo hat seinen Verstand verloren. Eine Rechnung begleichen. Zu weit weg. Lass eine andere annehmen. Okay, ich glaube, wir müssen die Quest abwenden. Der Typ heißt Torben. What? Ich glaube nicht, dass ich die Quest machen möchte, Daniel. Na gut. Mehr Belohnung. Und das werden sie auch eine Weile nicht. Ich hasse Tom. Dieses Land braucht Zeit, um sich zu erholen. Es wimmelt allerdings noch von Dornen. Du hast bei mir auf der Arbeit jemanden gehabt, sie der so hieß. Keine Spur von Verderbnis. Aber es ist zähes Fleisch. Und sie sind zu der Aldi? Nee, Aldi. Ich hoffe, diese neuen Fallen führen zu besseren Ergebnissen. Ich glaube, der Name ist Copyright geschützt, Aldi. Na klar. Gewöhnungsbedürftig, das ist hier in der Nähe. Das kann man machen. Was sind denn dann immer für komische Lorbeerkränze, die da auftauchen hier? Weiß ich nicht. Das ist schon eine Weile. Ich weiß das auch nicht. Ja, ich habe die auch schon ein paar Mal gesehen. Die tauchen immer über Skeletten auf, wenn ich mit so einem Typen hier rede oder so. Ja, die sind römisch. Ich glaube an Julius Caesar. Weg, du Fuchs. Ja, Walt Disney, Daniel, der war ein Menschenfreund. Ja. Nein, der hat die Juden gehasst. Okay. Das war ja voll der Skandal, dass das damals rauskam. Der Typ, der einen Park für Familien macht, der hasst Juden. Also war ja ein Nazi. Generell, wenn du so heute zurückguckst, einige von den hier ist ein Quest-Gegenstand, Daniel. Ja, habe ich eingesammelt. Okay. Den müssen wir sammeln, glaube ich, 12 Stück. Von den Cartoons, die kannst du heute gar nicht mehr machen. Damals gab es irgendwie nicht so, weiß ich nicht, rassenfreundliche Sachen. Einige von den Zeichnungen sind voll rassistisch, wenn du so darüber nachdenkst.
damals. Wenn das Chinesen aus irgendeinem Grund ist. Wie bei Susi und Strolch oder Aristocat. Ja, kann mich gar nicht dran erinnern. Ja. Also ich habe die Filme gesehen, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern. Ob da irgendwas drastisch ist. Ja, da ist irgend so eine chinesische Katze, die in riesigen. Ja doch, an die kann ich mich erinnern. Noch. Ja, und bei Aristo kennst du diese komischen siamesischen Zwillinge. Ja, die meine ich. Scheißding. Ich meine, das ist cool anzusehen, aber da ist irgendwie schon was. Fenster? Da waren so, ja. persische Katzen war das doch, oder? Ja, aber so verhalten sich Chinesen nicht gerne. Ich kann mich nur erinnern, dass die irgendwie so gesungen haben oder so. Ja. Yeah. Ich glaube, ich habe nicht so gut daran erinnert. Vielleicht denkst du nur, dass das rassistisch ist. Das ist nicht meine Meinung, die Klone. Oder ist der Pfarrer bei Ariel Tochter einen Ständer hatte? Ja, da hab ich gesehen. Es gibt so komische Easter Eggs bei König der Löwen, da steht irgendwie, kann man irgendwo dann Easter Egg, da steht Sex oder so, ey. Ja, in den Wolken oder in den Sternen oder irgendwie ja, sowas, ne? Ja. Ich weiß nicht, was die da rauchen manchmal, ey. Mein Vater wird von James Earl Jones gesprochen. Die Stimme von Darth Vader da. Ja, ich weiß. Ich muss was. Das ist der Typ in Schwarz, der ist böse. Ah. Der mit den Haaren. Der ist doch nur böse, weil er schwarz ist. Ne? Ja, Daniel. Ja. Er ist nur böse, weil er schwarz ist. Alter, wer schreit denn hier so, ey? Oh Gott, da bin ich. Ich brauche mehr Zeit. Der Kreaturen der Tiefe kommt! Da kommt der Daniel doch mal auch mal angetrottet. Ich hab schon die Hälfte der komischen Insekten hier ausgerottet. Wir sind sie amazen. Und zwar echte. Wir beanden andere wie echte. Da gab es auch schlimmere Sachen. Ja. Also mal so Cartoons von irgendwie so aus den 60er Jahren oder so von Disney gesehen. Da waren die aber doch richtig hart rassistisch hier mit einigen Sachen. Was hab ich gesehen? Ich weiß nicht, aber irgendwie so 60er oder 70er Jahre oder so, da haben die haben ja so irgendwie so Shorts haben die irgendwie so rausgebracht hier mit so Cartoons und so, ne? Ja. Und da waren auch einige hart rassistische Sachen dabei. So wie die Chinesen oder Schwarzen mal porträtiert haben, so richtig stereotypisch mäßig. Ja, oder wie bei Cosmo und Wanda, wenn Elfen, der ist klein, hat riesigen Überbiss. Dann nehmen sie irgendwie mal nicht so. Das ist ja rassistisch, wenn Chinesen immer mit so einem komischen Hasenfan dargestellt ist. Ja. Oder so ein Cartoon von Disney, da war irgendwie so ein Schwarzer mit so dicken Lippen, der eine Wassermelone am Essen ist. Da habe ich zum Beispiel nie verstanden. Warum ist das so ein Klischee, das schwarze Wassermelone? Weiß ich nicht. Oder Hühnchen. Das hat mal irgendwie ein YouTuber irgendwie so erwähnt, so warum das rassistisch ist, warum Schwarze auf Hühnchen stehen, weil der hat ja, irgendwie nicht verstanden, weil irgendwie mag doch jeder Hühnchen, ne? Von daher. Ich verstehe jetzt auch nicht, wurden die Sklaven? Warte, ich nehme an, da muss man dabei gewesen sein, um das zu verstehen. Verstehe allgemein nicht, wo manche Klischees überhaupt herkommen. Ja. Ja.
Warum ist denn Deutsch? Billige Klischees. Und billige Klischees. Ist auch Drawn Together. Ja, ich war am Nachdenken vom Boden. Ich muss warten. Die Welt ist einfach rassistisch. Wieso kam gerade einer meiner Skeleton? Ist der mit dir auf ein Abenteuer gegangen oder was? Ja. Nach diesem Stream tue ich erstmal am Berg mit meinen Lederhosen ja klimmen und tue ein bisschen jodeln. So wie jeder Deutsche, ne? An einem Samstagabend. Ja, das sind eigentlich die Bayern, aber okay. Ja. Ich gehe lieber in so einem Konzentrationslager. Ja. Ich muss warten. So ein einsamer Gegner ist hier noch. Der hat sogar weiter lassen. Wie viel Fleisch brauchen wir denn noch? Ey? Wo steht denn das? Bei der Quest gewöhnungsbedürftig. Wo ist denn das schon wieder für eine Quest? War gerade angenommen. Ja, aber ich habe die nicht aktiv hier an der Seite, du Klon. Wenn du auf der Karte gehst und auf diesen Bereich auch klickst, dann wird die auch verfolgt. Ja. Ja, ja, ich habe die jetzt auch verfolgt, aber ich habe das nicht immer automatisch bei dir. Ich habe ja auch nicht. Wir machen ja was ganz anderes. Ich tue auch, bei mir ist das auch nicht automatisch, ich tue immer aktivieren. Ja, du entscheidest immer, welche Quests wir machen und dann sagst du mir nicht, welche wir machen. Dann machen wir beim nächsten Mal, was du willst. Weil ich will aber gar nicht. Das ist es, ja. Ist mir zu viel Druck. Genau, das ist es. Ja, aber du musst mir ja sagen, welche Quests wir machen. Wir nehmen alle möglichen Quests an und dann geht der Daniel einfach los und wir machen. Wir machen jetzt diese Quest. Ich bin noch nicht bereit. Ah. Ey, weg von mir, du solchen Schleuder hier. Aber die ist irgendwann, weil ich so hier zum Au, oh, ja, hier. Ja. Das ist ein Dornbestienfleisch. Ich brauche noch zwei. Ich brauche noch mehr. Mindestens fünf. Ich mir auch welche. Dann geh halt zur Blutbank. Ich muss warten. Der geht einfach an mir vorbei, um auf dich loszugehen. Oh, oh. Blutorgie, Blutorgie. Ich muss warten. Oh, oh. Ich habe jetzt mal so eine Partie genommen, meine Diener macht. Machen wir. Ich muss machen. Ja, warum nicht, ne? Was machen deine Diener? Die machen mehr Schaden, wenn die in meiner Nähe sind. Ah. Man muss auch in der Nähe bleiben. Ich weiß gar nicht, was jetzt hier. Nähe definiert, aber da war ja Level 40. Ja, ich weiß jetzt nicht, was hier als Nähe definiert, aber ich meine, wie nah ist Nähe? Das ist voll tiefgründig. Wie nah ist die? Das war aber nicht so, das war aber nicht so gedacht. Wie nah muss man wirklich sein, um einen nahe zu stehen?
Ach, Daniel, wir stehen uns doch so nah. Wir sind wie Brüder, ne? Ich brauche Zeit, was zu tun. Wenn deine Mutter fragt, was ist das da an deinem Körper? Ja, ich bin mit meinem Bruder verbunden. Ah, oh, die letzten beiden, endlich. Ein, zwei. Da, wie viel Fleisch habe ich denn? Ich brauche noch zwei Fleisch. Nee. Nur ein Engelsau. Ja. Was ist das denn hier? Das ist, hier kam gerade ein Questgegenstand raus. Ja, zerstörte Schnitzerei. Habe ich auch eingesammelt. Wo ist denn hier noch mehr Fleisch? Wir hatten die ganze Fleischkacke. Ja, bei mir. Ich sehe jetzt den Bereich nicht mehr, also. Ja, ich bin noch im Bereich, also keine Angst. Ja. Aber was waren hier die Menschen? Menschen häuten oder was? Okay, da sind noch zwei Fleischstücke anscheinend in der Richtung. Oh, ein Rapier. Also ich meine, ist das hier Menschenfleisch, was wir hier einsammeln? So, oh, ich hab das Fleisch. Also alles gut. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ja, der Weg ist halt mehr als jetzt, und es ist schlimmer als jemals zuvor alles. Und jetzt versteht er nur noch jedes zweite Wort von Daniel. Ha! Ne, schon. Ey! Lilith. Wieder Stärke, ja. Bevor wir mit der Story weitermachen, sollten wir alle Altare finden, damit wir stark. Ja, viel Spaß, ey. Die spielen später eine Rolle für das Paragon-Zeug. Ja. Ah, also, 5 Level. Ich bin mal gespannt, wie dir das gefällt mit dem Paragon. Das ist interessant, um Charaktere stärker zu machen. Habe ich so noch nicht gesehen. Aber ich spiele auch nicht so viele RPGs, so wie der Daniel. Mal mal sehen. Box. Für mich ist das schon wieder viel zu kompliziert, ey. Da kann man so viel falsch machen. Ach, wart. Heute Nacht werden wir noch ein bisschen Fleisch schlafen. Ich weiß nicht, wann das zuletzt passiert ist. Ihr habt mehr geholfen, als ihr ahnt. Gewöhnungsbedürftig. Der garantiert, der Daniel weiß nicht mal, wie sich ein voller Bauch. So, weiß nicht, ob wir gerade eingesammelt haben. Diese Stützerei. Ich habe keine Ahnung, das ist schon wieder irgendeine Quest. Die falschen Hände. Wo ist das? Das ist ein bisschen weit entfernt. Eine Rechnung begleichen. Wo ist das denn? Das ist hier unten irgendwo. Das ist beides so in der gleichen Richtung. Dann machen wir mal eine Rechnung begleichen. Sprech mit Torben, dem Gastwirt. Ich hasse Torben. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir können unser Tränke, glaube ich, noch mal hochleveln. Ja, genau, da habe ich schon wieder vergessen. Ja, mal am Ende heute. Ja, wahrscheinlich brauchen. Und jetzt kriegen wir aufs Maul. Pferd! Einzigste, der heute hier aufs Maul gekriegt hat, bin sowieso nur ich. Ja, meine Zeit wird kommen. Meine Zeit ist schon gekommen. Ja, letzten Part. Ja, du stehst mir jetzt immer irgendwie bei Sachen. Tante. Bei dir, das war ein bisschen unspektakulär. Ja, ich weiß nicht, was ich sage. Ist hier überhaupt eine Tränketante? Ja, hier nicht, ne. Deswegen lass am Ende machen. Ne. Oder müssen wir extra hier zu so eine dicke Stadt oder so gehen? Hast recht. Ja, du hast recht, halt's Maul. Pferd. Der war kurz am Fliegen. Dann ist das Pferd erschienen.
Die fragen sich bestimmt, warum haben solche High-Level-Typen kein Pferd? Ja, ne? So, füttert dahin, jawohl. Engels auch. Na, die anderen, die spielen wahrscheinlich mehr linear und. Ja. Nehme ich auch an. Hab's erwischt, oder? Ach. Irgendwann habe ich auf jeden Fall erwischt, den. Das Schreien gehört. Eine Prunkklinge. Schwächer. Ja, Gegner, was? Ich bin noch nicht bereit. Also selbst die schlimmsten Gegner sind die großen Tiefenmenschen. Wenn man gerade drüber redet, ne? Ja. Aber irgendwie nur für den Garn. Weil der immer mit denen in den Nahkampf muss. Also ich sehe nur irgendwie selten, dass du richtig Schaden durch irgendwas nimmst. Ja, gibt auch Momente, wo ich viel Schaden nehme, aber dann tue ich sofort meinen Trank irgendwie einsetzen. Da kommt wieder deine Definition von viel Schaden, ey. Ja, bei der Zeit, in der du siehst, wo ich schon, weiß nicht, Schaden genommen habe, habe ich wahrscheinlich mich wieder hochgeheilt oder so. Jedes Mal, wenn ich irgendwie voll wenig HP hab, dann sage ich, oh, Schild hoch, oh, Schild, Schreien, Trank. Ich gehe immer im Panikmodus. Okay. Meine ganzen Defensivfähigkeiten auf einmal einsetzen. Das ist ja nicht so eine große Panik, weil solange einer von uns noch am Leben ist, ist ja nicht so. Ja, stimmt. Nial will seine Rechnung bald begleichen. Oh, hört er das? Ihr seid diese Woche. Ja, schon sah aus wie so ein Torben. Guck dir den mal an, ey. Um zu beteuern, dass er gut macht, was er uns schuldet. Oh mein Gott, diese schwarze Katze kommt genau auf uns zu. So, da war's. Ja, direkt eine andere Quest, ne? Ja, lass sie mal annehmen. Im Gedanken da ganz? In Gedanken beider ganz. Okay, irgendwie ist bei mir kein Dialog hier irgendwie. Er erzählt ja gerade seine Geschichte. Ja. Ja, ich will nicht wissen, wer Hani und Nani sind. Das Stammgäste in der Gans. Kannst du jetzt mit dem interagieren, Daniel? Ja, aber bei mir sagt er auch, ich soll irgendwo dahin. Der hat da bei mir irgendwie geskippt. Das ist jetzt auch irgendwie beim letzten Mal gewesen, dass wir beide nicht immer das hören können. Aber ich habe ja so ein Gebiet. Ich auch. Findet das Schild des Gasthauses zur fetten Gans. Mal gespannt, ob wir mit der Story weiter sind, fertig sind, ob wir dann noch weiterspielen. Ja, natürlich. Haben wir nicht? Ja, dann nicht. Der Daniel, der neigt dazu immer schnell, Spiele zu abandonen. Ja! Aber das ist meine Schuld. Ich kann Sachen für Jahre spielen aus irgendeinem Grund. Solange noch irgendwie Content hier zum Entdecken gibt, habe ich kein Problem, noch weiter spielen. Wobei das eigentlich immer dasselbe ist, ne? Wir gehen rein und ja. Genau hier haben die Ziegenmenschen ihnen. Also solange sie noch was zu entdecken gibt. Ich habe es für das Richtige gehalten, die Gans zu ihm zu bringen. Ein letzter gemeinsamer Umtrunk unter ihren Schwingen. Wir haben uns auf eine Liste. Ich brauche halt immer schneller ein bisschen abwechseln. Ihr? Könntet ihr mir helfen, sie abzuschließen? Ich glaube, Tevish würde damit eine Art Frieden finden. Einen Beweis haben, dass er nicht vergessen wird. Wenn wir seine Dolche an den Stellen auf die Liste ablegen, wäre unserem Schabernack damit ein ewiges Denkmal gesetzt. Moralisches Dilemma?
Ach so, hier. Der ist hier bei den Verbrechen. Ups. Na dann legen wir los. So, was seid ihr eingesammelt? Ja. Ja, wenn du hier sagst, da ist doch gar nichts. Ich habe das aus der Truhe da eingesammelt. Ja. So, wir haben zwei exakt gleich aussehende Leute. Was ist denn hier los? Was ging der denn los? Ich hab keine Ahnung. Shelter, oh. Blut on hier. Nochmal Blut on hier, Blut on hier. Blut on hier. Blut on hier. Hör auf das zu sagen. Ich habe Blut verspritzt, Daniel. Der Silbermähne. Das ist einfach eine Fähigkeit, Daniel. Der ist Blutwoge. Ja. Macht Schaden und damit heile ich mich ein bisschen. Ah, lass mal das Ding. Weil diese scheiß Bullen schon wieder. Ah! Ah! Ich kümmere mich um die Geister. Ich stehe hier, mag ich, der ist nicht normal, die mit Stieren kämpfen, Matador. Matador, aber ja, ich hab schon Alzheimer hier. Oh nein, das ist dieser Typ, der Armbrust ist. Das ist eine schwächere Version. Ich bin noch nicht bereit. Also ein Typ. Er ist mehr Armbrust als Mensch. Ich frage mich eigentlich, wie Geister einen Leichnam hinterlassen können. Ey. Weiß ich auch nicht. Ich muss warten. Blut on hier, Blut on hier. So. Ich muss warten. Oh nein, nicht die Viecher. Oh, viele Gegner, viele Gegner. Was ist hier los? Wollte ich eigentlich ignorieren, wenn wir eine Story in der Quest weiterkommen.
wird, habe ich meine Blutorgane. So. Ja. Also. Eines Nachts kam Tevish in die Gans und schrie etwas von einem Bären, der sich in einen Mann verwandelt habe. Mannbärschwein? Druiden? Er sagte, er würde ihre Höhle finden und die Bären nerven, bis sie ihm recht geben. Ist ein Untersuch. Ich glaube, der Typ hat es verdient zu sterben, von dem, was ich bis jetzt gehört habe. So, da war der Tour. Mal gesehen. Der Kreaturen kommt! Ah! Ich würde mal sagen, der Ultimate macht viel mehr Schaden. Wollte nicht. Kann sein. Und die macht ordentlich Schaden, ja. Ich muss warten. Ich weiß auch nicht, wie deine genau funktioniert. Oh, einfach ein paar Geister, die kommen und explodieren. Mal so. Ich dachte, das hat irgendwie was mit Gegnern, die getötet worden sind, zu tun. Je mehr Gegner irgendwie gestorben sind, desto mehr Schaden macht das irgendwie. Das ist alles völlig irrelevant. Oh, noch ein Altar. Heute haben wir vorhin Jetpot. Ja. Intelligenz. Jetzt kann ich mein Buch mit zwei Händen lesen. Warte mal, müssen wir dafür müssen wir jetzt nicht in den Dungeon rein, oder? Was genau davor? Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Bitte Frage. Was? Hinter mir auf. Nein, könnte packen. Ja, da reißt die Wand eben ein. Er hat eine Messe in der Kathedrale gestört. Hat sich ein Gebetstuch für seine kalten Füße geschnappt. Priester war stocksauer. Erich hat nie wieder eine Kirche betreten. Doch er hat sich geschworen, es ihnen zu zeigen. Oh, so war stärker. Und was wäre da besser als ihr altes Nest, das von den Untoten eingenommen wurde?
Okay. Ist die Statue da angesprochen? Warte, mach ich. So, ich weiß nicht, ob die Gegner jetzt noch was brauchen. Ich glaube nicht, ne? Nur noch ein. Boah, ich laufe jetzt mit einem Schwert und einem Hammer in einer Hand. Jetzt nicht mehr. Ich muss mal jemand gucken. Ich muss warten. So, er hat Schönes gefunden. Ja, ich versuch mal, ich wollte mal andere Ulti. Drei Handaxe. Ich mach dich fertig. Oh, jetzt habe ich mal Knochensturm. Bist nicht so zufrieden mit deiner Ultimate? Nö, ich will mal andere ausprobieren. Ja, ich werde wahrscheinlich auch andere ausprobieren. Irgendwann. Du hast die da schon ausprobiert. Ja, aber man kann ja noch gucken, irgendwie so. Jetzt nicht unbedingt meine Ultimate, sondern meine anderen Sachen so. Also meinen Wirbel und was weiß ich nicht alles. Da musst du sagen, ja, so viele Fähigkeitspunkte werden nicht mehr für uns kommen. Ja, ich meine dann ersetzen mit dem, was ich jetzt habe. Ja. Ich tue natürlich hier den Wirbelwind, den tue ich natürlich dann wegmachen. So, was kann das denn? Knochensturm. Ein Wirbelsturm aus Knochen umgibt euch in eurem Golem und gibt mir im Verlauf von 10 Sekunden 1420 Schaden. Das klingt doch nicht schlecht. Abklingzeit 57,3 Sekunden. Also Schadensreduktion ist um 15% erhöht. Kritische Trefferchance um 20% erhöht. Du hast so ein Schild, machst du so ein Schild um dich herum dann. Im Prinzip schon, aber gleich mal gucken. Ich will nicht an irgendeinem. Scheint auch ordentlich Schaden zu machen, ne? Ja, ich habe so gut wie keinen Schaden genommen, ey. Alles erledigt. Ich muss es Tavish sagen. Der Ultimate, ich habe, ist Blutwelle. Der Versuch verursacht 963 Schaden und stößt Gegner zurück. Zurückstoßen ist jetzt nicht so mächtig, oder? Ich weiß nicht. Oh, finde ich jetzt jedenfalls. Ja, scheinst du schon recht zu haben, du. Na, musst du wissen. Ja. Also die hat jetzt ganz schön lange irgendwie. Wenn irgendwie mehrere Gegner um einen herum sind, finde ich, wäre gar nicht so schlecht hier, dieser Knochensturm. Dafür ist eine Ultimate generell da. Ja. Ja. Oh, wo müssen wir jetzt hin? Für 10 Sekunden hält das an. Versuchen wir mal der Blutnummer. Ja. Wir müssen nach oben. Ich fand meine Peitsche am besten von den Sachen. Autsch.
Bonk. Weg von mich. Ich muss warten. Okay, mal los. Fahrer da? Ja, ja. Und? Er kann Blutkugeln erzeugen, die einen halt. Also ich mach den Knochensturm am besten von den rein. Ja. Und wenn es darum geht, was am spektakulärsten ist, ist, wenn ich die ganzen Toten. Ja. Die Blutfälle finde ich auch nicht gut. Kann man eigentlich auch mehr ausrüsten? Mehr Ultimates? Ich bin noch nicht bereit. Weiß ich nicht. Man kann ja alles auf jeden... nicht, Daniel. Weil du musst mal überlegen, Daniel. Du kannst ja nur eine aus. Aber kannst du nur eine auswählen? Du kannst ja nur eine Punkte reinstecken. Ja. Ja, das letzte Ding, was wir da aussuchen konnten, da konnte man nur eins aussuchen. Wollte man jetzt auch? Hab schon. Ich bin noch nicht bereit. Feuer nicht. Ich kann mich jetzt auch irren, Daniel, aber. Noch ein Altar. Hier ist noch ein Altar. Warte, ich komm. Ja, also ich kann eine andere Ulti. Aber nicht ausrüsten. Also, um die auszurüsten, musst du die ja erstmal praktisch freischalten mit einem Erfahrungspunkt, mit einem Fertigkeitspunkt. Ja. Ja, und da kann ich nicht. Wenn ich eine ausgewählt habe, kann ich die andere nicht nehmen. Du kannst es ja. Ah. Vielleicht mache ich das ja auch gerade falsch, weißt du? Ich guck mal. Eine. Ja, ne, geht nicht. Ja, vielleicht doch. Das wäre auch ein bisschen OP, ganz ehrlich. Ja, ich. Nö, ich habe mich nur gefragt, weil ja jede Fähigkeit in jeden Ding ja reinpacken kannst. Ja. Also ich finde, ein Ultimate sollte schon was Spezielles sein und nicht dazu die ganze Leiste damit vollpacken. Ja. Ja, dann hättest du natürlich den Nachteil, dass du ihn nicht so oft benutzen kannst, ne? Ja. Weil es gibt auch manche Builds, die benutzen gar keine Ultimate. Mhm. So. Bonk. Ich muss warten. Okay, so, weiter, Wir müssen was platzieren, ne? Wie viel habe ich denn da platziert, ey? Hier ist ein Altar. Eins noch, ne? Hier ist ein Altar. Also ja, immer der Altar. Okay. Oh, ich habe ja Fertigkeitsbekommen. Belohnung verfügbar. So, ich glaube, wir sind schon wieder. Einfordern, Fertigkeitspunkt. Ich glaube, wir sind hier irgendwie wieder an verschiedenen Orten von dieser Quest. Weil dir folgt die eine noch, mir nicht mehr. Alles klar. Ich soll mich mit der nämlich treffen hier unten oben. Dann bist du schon wieder fertig, nehme ich mal an. Ach, Daniel, was machst du denn? Ach, na, was machst du denn? Ich war mit meinen Ultimates am Rumspielen.
Das hat letzte, das hat letzte Ding nicht platziert, ne? Ich weiß jetzt nicht, wo das ist. Bei mir, ja, ein fehlt mir noch, sag ich doch. Ja, bei mir nicht mehr. Ich habe das erledigt. Jetzt frag mich nicht, wo das nochmal ist. Da, ich gehe in die Richtung. Was machst du denn? Ja, ich war mit meinen. Hast du nicht zugehört? Ich habe mit meinen Ultimates gespielt. Ach, was machst du denn? Ich bin noch nicht. Daniel, tu mal nicht so, als wärst du, weiß ich nicht, irgendwie so der perfekte Mensch. Bin ich aber. Daniel, ich weiß, wie du lebst. Ich weiß, wie du aussiehst. Ich glaube, dass er. Ich bin perfekt, so wie ich bin. Ja, der was dagegen sagt, ist nur neidisch auf meine Perfektheit. Ja, hier der Kran. So, jetzt hast du das, ne? Und jetzt müssen wir da oben hin. Ja, warte. Oh Gott, nächste Woche erreichen wir wahrscheinlich 50. Wir müssen den bisschen Rang der Welt noch mal erhöhen. Was kannst du kaum noch erwarten? Ja. Dann geht so richtig die Pasta. Ja, irgendwie schon, ne? Dann werden wir anfangen zu weinen. Du meinst, mit wir? Ich weine schon die ganze Zeit. Hast du meine Mascara nicht gesehen? Und dann gibt es noch eine Schwierigkeitshöhe. Ja, ja. Das ist Qual, glaube ich. Und wann kann man die freischalten? 75 oder irgendwie sowas? Level 70 oder bis 100 oder so. Können wir ja gleich nochmal gucken. Ja. Ich glaube, was ich da gelesen habe bei der Statue da, wo man die Welt nicht viel verändern kann, die muss auch einen gewissen Vor- der Kampagne, ne? Ja, ja. Jetzt hast du nichts. Ich habe das nicht für dich getan, weißt du? Das na, wir machen ja nächstes Mal die Kampagne. Der Tod ist, das bereut er bestimmt. Wen soll Torben jetzt anfeinden? Kann mir kaum vorstellen, dass ich ihm so gegen den Strich gehen mir? Werde. Bitte, bringt die Gans zurück in ihr Nest. Ich bleib noch etwas länger und trink den letzten Humpen mit Tavish. Nur noch einen. Die Gans ist aus Holz. Schafft das Schild des Gasthauses auf fetten Gans. Okay. Jetzt frag mich nur mal, wo das nochmal ist, ne? Oh, wir sollen. Ich hab den Schild. Ja, wir sollen das mitnehmen. Ja, ja. Ich hab das gar nicht gesehen, dass das ein scheiß. Dass das eine scheiß Gans ist, ey. Ich habe nicht gesehen, dass das ein Schild ist. Okay, das ist nicht schlecht, die Ultimate für mich am Leben zu erhalten. Da kriege ich 50% weniger Schaden. Ich muss warten. Ja, das war nicht schlecht. Und die macht Schaden. Ja, ja. Wenn du von Gegnern umringt ist. Der einzige Nachteil ist, ich muss halt näher an die Gegner ran. Ja. Das hat wahrscheinlich auch die Schadensreduktion. Meine andere Ultimate kann ich aus irgendeiner Entfernung abfeuern und die tun dann explodieren, ne? Ja, wir haben eine Gans. Tavish ist tot. Die verfluchten Bestien. Ohne ihn wird die Gans nicht sein wie früher. Und Nern. Ihretwegen bleibt die Gans selbst in den schwersten Zeiten geöffnet. Als Zuflucht vor der Finsternis dieser Welt. Tiefgründig. Level 46. Ich hab wieder Lorbeerkränze.